habe mir heute Morgen die Zähne geputzt und dabei kam mir ein tiefes Bild, was die aktuelle Situation, glaube ich, in Deutschland und auf der ganzen Welt sehr gut beschreibt. Ich habe mir die Zahnbürste genommen und die Zahnpasta habe auf die Tube draufgedrückt und aus der Tube kam das raus, was tief drinnen steckt, also was ja für uns normal ist. Die Zahnpasta kam raus, aber da kam mir der Gedanke, das Bild, dass es die aktuelle Situation genauso ist. Es kommt eine Herausforderung, es kommt eine Unsicherheit und Druck kommt auf unser Leben und es kommt das raus, was tief in uns drin ist. Es zeigt sich aktuell tief drin, was ist uns wirklich wichtig, was hat wirklich Priorität und an was machen wir wirklich gerade unsere Identität fest. Wenn ich aktuell einkaufen gehe, habe ich das Gefühl, das Wichtigste für uns Deutschen ist das Klopapier, dass wir nach dem Toilettengang unseren Po abwischen können. Aber vielleicht zeigt es auch nur, dass wir mit dieser Herausforderung, die aktuell da ist, ja, dass wir nicht wissen, wie wir damit wirklich umgehen sollen, beziehungsweise uns es sehr schwer fällt, gute Prioritäten zu setzen. Ich glaube, was dahinter steckt, ist eine Angst vor dem Ungewohnten, Angst, dass sich etwas ändert. Wir wissen nicht, was es gerade ist, aber wir müssen irgendwie damit umgehen. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht bist du ruhig in der ganzen Krise, aber vielleicht merkst du, dass da auch Versorgungsängste sind. Ängste, ja, was ist denn mit der Endlichkeit? So, was ist mit dem Leben, mit Sterben? Ängste, wie sollst du deine Familie, deine Kids handeln, die aktuell nicht zur Schule gehen dürfen? Ich lade dich und ich lade uns ganz ehrlich ein, zu schauen, was ist wirklich in uns drin? Was passiert, wenn wir auf unser Leben, wenn da mal Druck kommt und das rauskommt, was tief in uns drin versteckt ist? Was wir aus Reflex reagieren, was unsere Prioritäten plötzlich sind. In Matthäus 28, Vers 20 heißt es, und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus verspricht, dass der immer bei uns ist. Dass er immer bei uns ist. Und was ich faszinierend finde an Jesus, wenn du das Leben mal studierst, kannst du in der Bibel ja lesen. Ich finde es faszinierend, dass egal wie stressig die Situation ist, dass er es hinbekommt, von sich weg auf die anderen zu schauen. Selbst am Kreuz schaut er nicht auf sich, auf seine Probleme, sondern redet noch mit den Leuten, mit den Jungs links und rechts neben ihm. Er schafft es, von sich wegzuschauen. Und Jesus war in seiner Identität tief in Gott verwurzelt. Ich meine, er war Gottes Sohn, aber er wusste es auch und er wusste, dass Gott all seine Bedürfnisse versorgen wird, dass er ihn alle in seinen Bedürfnissen versorgen wird. In seinen seelischen, körperlichen und geistigen Bedürfnissen ist Gott der Versorger von Jesus gewesen. Und deswegen konnte Jesus von sich weg auf andere Menschen schauen. Und in Römer heißt es dazu, denn alle, die den Geist Gottes bestimmen werden, sind Gottes Kinder. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus gibt, gehört auch uns. Du und ich, wir sind eingeladen, Kinder Gottes zu sein. Das, was Jesus erlebt hat, dass wir unsere Identität an Gott festmachen. Und ich lade dich ein, Jesus einzuladen und den Heiligen Geist, der Gott selbst in dich einzuladen und anzufangen, mit ihm das zu besprechen, was dich aktuell bedrückt, was dich beschäftigt, all deine Ängste, alles, was hochkommt, wenn Druck draufkommt auf dein Leben. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott dir begegnen wird. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott dir Ruhe und Frieden schenken wird. Dass wenn wir ehrlich werden und mit diesem Zeug zu Jesus gehen und sagen, Heiliger Geist, hilf mir, deine Perspektive zu bekommen. Und ich möchte dich und mich und uns alle herausfordern, ein ganz, ganz einfaches Gebet zu sprechen. Ich spreche es vor und du kannst es in deinem Herzen einfach, und auch wenn du magst, auch laut einfach nachbeten. Gott, ich danke dir, dass du weißt, wie es tief in mir drin aussieht. Gott, du kennst mich durch und liebst mich trotzdem. Ich möchte dein Kind sein. Und Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Heiliger Geist, ich lade dich auch in mein Leben ein, dass ich bestimmt werde von dir. Dass du mir in mir selbst drin bestätigst, dass meine Identität an Gott fest ist. Schenk mir Ruhe und Frieden.
Wenn du magst, sprich doch gerade einfach alles aus, was dich beschäftigt, all deine Ängste, all deine Sorgen. Gib das einfach mal ganz bewusst Jesus und sprich mit ihm kurz drüber. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und Gott, ich danke dir, dass du versprichst, uns zu versorgen mit all unseren Bedürfnissen. Körperlich, seelisch, geistlich, alles, was hochkommt, alle, wie wir mit der Unsicherheit umgehen sollen, mit diesen Dingen um uns herum. Danke, dass du der Fels bist, der nicht wackelt. Danke, dass du uns Sicherheit gibst. Danke, Jesus. Amen. Ich lade dich ein, egal wo du gerade bist, dass du dir jetzt kurz einen Moment noch Zeit nimmst, einfach von dir wegschaust zu deinem Umfeld und dir Zeit nimmst, für dein Umfeld, für deine Freunde, für deine Familie zu beten, dass sie Jesus in dieser Zeit erleben.